Mit der Gamescom öffnet heute in Köln die weltweit größte Messe für Video- und Computerspiele ihre Türen. Der Andrang ist groß. Hunderttausende Spielerinnen und Spieler freuen sich auf neue Highlights und aktuelle Trends aus der Gaming-Welt. Mit dabei sind bekannte Online-Stars und Influencer und Wirtschaftsminister Habeck, in dessen Ressort die Förderung der Computerspiele fällt. Lange Schlangen bei den Blockbustern. 300.000 Besucher erwarten die Veranstalter auf der weltgrößten Computerspielemesse, die in diesem Jahr so groß ist wie nie zuvor. Der Umsatz der Branche ist weiter gewachsen, um 4% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wozu Verkäufe von Konsolen beigetragen haben und insbesondere auch hochklassige Computerspiele. Games sind das Herz der Popkultur und auf der Gamescom sieht man, es ist eine ganz große Vielfalt, aber die erstreckt sich auf ganz viele andere Bereiche. Inzwischen gibt es nämlich den Film zum Spiel oder die Serie oder die Mode oder das Buch zum Spiel. Und da ist der Einfluss von Spielen in den letzten Jahren unglaublich groß geworden. Okay, ich bin bereit. Mehr als die Hälfte aller Deutschen über 16 Jahren spielt zumindest gelegentlich, Jüngere noch weitaus mehr. Deutschland ist weltweit der fünftgrößte Absatzmarkt für Computerspiele. Doch bei der Spieleentwicklung hinken deutsche Unternehmen hinterher. Zwar gibt es eine staatliche Förderung, doch die reiche bei weitem nicht aus und setze falsche Anreize, sagen die Spieleproduzenten selbst. Wir sind in Deutschland eine kleine Industrie. Es kommt kein wirklich großes Spiel aus Deutschland. Und das ärgert mich immer so ein bisschen, dass wir hier keinen Leader haben, kein Nummer 1 weltweit. Mehr als 1200 Aussteller sind bei der Gamescom vertreten. Gezeigt werden große Blockbuster, neue Spiele kleinerer Hersteller oder Retro-Hits für Nostalgiker. Für jeden Gamer etwas.